Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Ja, ich habe neue Items gefunden, zum Beispiel den Titu-Q-Spawn. Ein schönes Schild mit guter Chance, Projektile auszuweichen. Also sie zu schwächen, Blockchance. Und diese Handschuhe nochmals, das dritte Mal jetzt, mit noch ein bisschen mehr Rarity dabei. Und jetzt habe ich diese Stiefel hier ausgerüstet, die hatte ich schon längere Zeit. Habe ich aber vergessen, bei Level 46 schon mal auszurüsten. Jetzt bin ich Level 49 und es geht gut ab. Ich habe da noch einen Ring. Ja, den Ring hier reingetan, mit Lightning Damage noch ein bisschen. Und ja, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier runter gemacht und ja, das war's. Also ich glaube die zwei oder eins, die zwei meine ich. Ja. Und sonst hat sich eigentlich nicht viel getan. Ich glaube, ich habe hier noch etwas gefunden und reingetan. Nein, das hatten wir letztes Mal schon alles. Ja, ich hatte Dominus Runs gemacht und hier Marvel Runs und hier Spinnen Runs, aber so viel Zeit hatte ich nicht, momentan viel Vorbereitungszeit, also ich brauche viel Zeit für die Vorbereitung von Diablo 3, für das Let's Play. Und deshalb hatte ich nicht so viel Ding. Ich möchte kurz mal schauen, wie die Liberality jetzt geht mit der Rüstung, weil wir da ja recht gute, also nur eingefroren werden können, aber nicht gechillt werden können. Also schauen wir mal. Er bitte noch. Also wir sind jetzt recht schnell in der Bewegungsgeschwindigkeit. Das tut gut. Ja. Ist kein Problem jetzt mehr. Das ist toll. So schnell wird man stark. Das ist Wahnsinn. Mit diesem Charakter, ohne dass er stärker wird, könnte ich jetzt noch mehr Welt gehen. Und hier ist der Tyrannosaurus Maximus. Shane. Hier ist der Eingang. Okay, dann gehen wir wieder nach Ding. Nach Cruel und machen weiter. Diesmal müssen wir ja. Können wir gleich hier schauen zu den Chamber of Sins. Einfach ein Cruel. Okay, machen wir das. Da ich jetzt direkt eigentlich nach einem Reflex gehe, weil ich doch viel Bonus bekomme, Armor, sind wir dann auch recht zäh. Und dann noch ein bisschen Leben, alles Mögliche, das ist sehr schön. Also Leben bekommen wir in den nächsten paar Levels genug. Aber bräuchten wir eigentlich gar nicht so. Wir müssen einfach aufpassen auf die starken Attacken der Bosse. Wäre es nicht besser, jetzt eigentlich auf Gift zu gehen? Wie viel Crit-Chance haben wir jetzt eigentlich? Ah, hier ist gerade der Boss.
Also wir haben eigentlich gut noch durch. Schauen wir gleich mal. Falscher Knopf. Ich kann den nie merken. P, genau. Wenn wir jetzt hier gehen, bekommen Multiplier. 30% bekommen wir hier. Okay. Dann gehen wir doch lieber auf Leben. Ach, geht mal kurz weg, ich möchte noch mal nachschauen, wie viel Crit-Chance wir jetzt haben. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir 17 oder so. Mein Gift ist natürlich schon stark gegen Boss. Bringt's das? 33? Offhand? Okay, Offhand 33. Ist doch eigentlich recht gut. Dann gehen wir wirklich eher auf Offensive. Man müsst bedenken, wenn man gegen einen Boss kämpft und der eigentlich recht viel Schaden bekommt, dann müssen wir weniger Schaden aushalten. Und da wir schon recht gut sind eigentlich und eher auf Low Life spielen, müssen wir eigentlich das Leben gar nicht so haben. Und die Range sprachen wir auch nicht von den Waffen. Schneller rennen mit Rüstungen berichten wir eigentlich auch nicht unbedingt. Das wäre doch optimal, wenn wir jetzt eigentlich sobald wie möglich, sobald wir einen Reflex haben, nach oben gehen. Zu den Dolchen. Ich bin mal gespannt, sonst können wir sie immer noch rausnehmen. Ist der große, ja, der Kalaf Headstabber. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. So. Gut, Jump off Sins. Das ist schon mal ein Elite-Gegner. Gehen wir mal nach rechts. Ah, spielt sich die Charakterklasse schon gut. Richtig geil. Schade, dass so wenig gespielt wird. Reef hatte mal einen Hype, kurze Zeit. Als es gestärkt wurde. Aber leider spielt fast niemand Reef mehr.
Traurig. Dabei ist es OP, hey Gott, oh Gott. Ich hätte nie gedacht, dass Reef so stark wird. Durch die Reichweite vor allem, also dass es so schnell geht, die Reichweite so extrem schnell nach oben geht und dann so richtig reinhaut, hätte ich jetzt nie gedacht. Ah, hier. Okay, hier nicht vergessen, das Waypoint mitzunehmen. Ich müsste hier noch ein bisschen Magic fighten. Geht's auch recht gut. In Cruel haltet man viel mehr aus als in Normal. Normal bringt es nichts hier zu leben, weil die Gegner recht viel Damage machen. Der Boss halt auch reinhaut, aber in Cruel könnt ihr hier richtig gut nach Items suchen. Genau. Spinnen sind auch kein Problem. Ein Rubinring. Ne, nehmen wir nicht mehr. Die Chance ist extrem gering. Ich nehme jetzt eigentlich nur noch die wichtigsten Ringe mit und tue sie chaosen. Also, oder ist das Chaos? Das ist nicht, wie der Orb heißt. Aber ich möchte unbedingt ein Unique daraus bekommen. Weil Ringe sowieso selten als Unique droppen, also sehr selten, möchte ich da einen Ring gerne herstellen können, der MF bringt. Es gibt so einen richtig fetten Ring. Und ich habe genug von diesen. Ich habe noch über 20, 21 glaube ich. Antique Gauntlets. Tönt gut. Ja, zwei Steinringe nehme ich immer gerne mit. Ah, hier ist der Wegpunkt. Kann ich noch zur Spinne? Wo ist die Kankra? Krankra heißt sie, glaube ich. Als Anspielung auf Herr der Ringe. Rückkehr des Königs. Da ist sie. Oh nein, sie heißt Black Death. Ah, sie heißt in Diablo 3 ist die Kankra. Genau, da habe ich das verwechselt. Dort heißt sie Krankra. Sondern Kankra. Ah, so.
Jetzt sind wir auch mit diesem Potion recht schnell. So, haben wir das auch bald abgeschlossen. Noch diese Ebene. Geht das gut. Die halten sonst recht viel aus und ich knack sie einfach mal. In Sekundenschnelle. Ist das ein Orb of Change? Ja, okay, es ist gar kein Chaos ab. Die heißen Orb of Change. Seltsam. Dann machen die Chaos Orbs irgendwas anderes. Ich glaube, sie wandeln Rares nochmals um. Also neue Properties. Nein, den nehme ich nicht. Ich finde immer nur Ruby-Ring. Den möchte ich aber nicht verwenden. Hier geht es nicht durch, okay. Wo geht es sonst noch durch? Dort rechts. Nö. Ah, ich weiß wo. Hier unten nach links. Da, genau. Nicht sterben. Ja, wenn man geblitzt Dings ist, 33% mehr Schaden erleidet. Hier sind gerade recht viele unterwegs. Okay, hier ist nichts. Oben links und unten links. Ein Korallenring. Nehmen wir mal. Okay.
Sicherheitsportal und los geht's. Ein Mondsteinring. Ha, war der leicht. Aber hat das erste, zweite Mal richtig viel reingehauen. Und reingehauen und ja. Hat aber dann irgendwie nicht mehr getroffen oder so. Komisches Schwert hat die. Ja, eigentlich der Dolch. Aber den bräuchte ich eigentlich nicht. Ich nehme den. Weil ich werde bald vielleicht eine Karate-Klasse mit den Degen machen. Also, ja, der ist eigentlich recht starr. Ja. Und ich habe nicht auf Lagen. Na klar. So, die werde ich jetzt mal lagern und dann mal nachschauen, was die guten MF-Ringe für ein Typ sind. Und werde sie dann aufbrauchen. So. Gut, dann werde ich die Dinge suchen. Den Eingang, die Wahlruinen. Ein Abenteilring. Ein Abenteilhelm. Ein Command Bow. Ein Metzgermesser. Viele Affen. Stun brauche ich nicht. Habe ich genug. Gleich wieder ein Level, sehr schön. Ah, ja, den machen wir. Scheinbar wird ein bisschen Desync-Problem. Oha.
so läufe. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, nochmals. Der haut so extrem rein. Das ist wegen Soul Effort so, dass ich immer direkt sterbe, wenn ich wenig Leben habe. Ich glaube, das macht irgendwie, dass man... Ich wollte das eigentlich anmachen. Dass man direkt stirbt. Wenn man unter einen Schwellenwert kommt. So, jetzt werde ich mal ein bisschen spammen. Ach man, was ist denn da? Die Bosse sind immer so stark in diesen Dingen manchmal. Also, zufällig. Ja, er haut mich direkt aus den Latschen, wenn ich sehr viel Leben verliere. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn! Was habt ihr nur mit diesen Bossen gemacht? So, jetzt. Disziplin. Und die Saura mag ich nicht, wenn die nur so kurz gehen. Oh, okay, also der Damage ist nicht zu verachten. Und der schlägt mehrmals, hätte wahrscheinlich Multistrike gehabt noch. Boah, fettes Teil. Oh, sehr schön. Deswegen wie geht's noch? Ja, momentan ist gerade sehr schlimm. Ah, hier ist der Eingang.
Tigers Pau. Pau heißt Pfote, oder was ist? So etwas. Okay, sind ein bisschen viele. Und Level up. Grüße. Ja, stirb doch. So, Rustic Sash. Eben, wir müssen hier runter und dann dort rüber. So, jetzt noch 1, 2. Dann wären wir 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Level 58. Ja, wir werden das machen. Das Leben wäre natürlich sehr gut. Hier haben wir 12. Hier haben wir 8, auch 12. Wie wollen wir jetzt das machen? Abwechseln? Ich möchte schon eigentlich so schnell wie möglich dort das Teil haben. Aber im Leben brauchen wir auch. Ja, ich denke, wir machen auf Deutsch und werden im Notfall halt bessere Items ausrüsten ohne MF, wenn wir nicht weiterkommen sollten. Genau. Weil es ist schon wichtig, das Giftteil zu nehmen als Deutschkämpfer, weil es natürlich sehr, sehr viel Damage macht. So, Reef ein Level up. Und hier geht's runter. Okay, es sind recht viele Gegner auf ein Stück. Jetzt ist es wieder dunkel.
Aha. Geht schon raus. So, jetzt müssen wir eigentlich die Dinger holen. Die Banditen, die besiegen. Außer einen nicht, und das ist der Caitlin. Dann werde ich zuerst den hier erledigen. Und dann die Frau. Und dann zum Caitlin gehen. Und die Belohnung abgeben, weil der bringt nochmals Attack Speed. Das ist für mich eigentlich wichtiger als Attack Damage. Der ist zwar höher, aber Attack Damage kann man eigentlich relativ leicht bekommen durch Items. Oh Gott. Die sind sehr stark wegen dem Gift. Das wäre der Waypoint, muss hier unten sein. Gott, nicht so hart reinhauen, bitte. Hier irgendwo. So ist es jetzt hier so lila. Hier ist der Waypoint, ja. Das sieht man immer an dem Wasserfall, der ist so gelblich auf der Karte. Lass mich in Ruhe. So. Gut. Dann werden wir mal. Komm. Jetzt den Gegner besiegen. Er bekommt sogar einen Schreineffekt. Also Ork ist Ding ist stärker, Reef als Double Strike. Wobei. Ja, wir werden jetzt mit Reef besiegen, weil mehr MF. So. Dann noch diese Aria da. So, dazu müssen wir hier hin. Und wieder das Lager suchen. Da oben. Da hoch geht's. Ja, zu viele explodiert. Mist. Geht's noch? Kann ich doch gar nicht reagieren. Wenn von allen Seiten diese Explosionsteile kommen, hat man natürlich wenig Chance.
So. Aliera heißt sie. Die ist viel leichter, als ich gedacht hätte. Im letzten Part, vorletzten Part. Letzter Part war's. Dann gehen wir mal noch zum letzten. Verkaufen aber zuerst die Items, sonst haben wir zu viel Ballast bei uns. So. Den tun ich hier hin. Okay. Dahin. Und jetzt nach hier. In diese Richtung. Viele Bogenschützen. Ein Gamecard Prism, sehr schön. Ein Saphir-Ring, der ist für Cold Resistance. Den nehmen wir nicht mit. The Rolling Stone. Extra Fire Damage, Group Frenzy und der Fire Explosions Arrow. Ouch. Ja, die Gegner hauen schon recht fett rein, also vielleicht sollen wir doch langsam in Life investieren. Aber such da lieber bessere Items. Ich will nicht defensiv plötzlich werden. Ich will die Offensive bewahren. Ach, komm doch mit, wenn ich so sage. So, Caitlyn. Gib mir das. Jetzt sind wir noch ein bisschen schneller. Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler.